Weißt du, was du da aus den Händen gegeben hast? Diese Waffe hätte uns von großem Nutzen sein können. Ich glaube, es war besser so. Die Wege der Götter sind unergründlich. Ich liebe diesen Dialog. Das Auge Enos ist zerstört. Was redest du da? Zerstört? Ich habe es oben in den nördlichen Wäldern gefunden und es leider nur noch in Einzelteilen bergen können. Damit ist die einzige Möglichkeit, den Drachen die Stirn zu bieten, dahin. Wir haben versagt. Was nun? Das ist ein harter Schlag. Wir müssen uns neu orientieren. Ich werde mich zurückziehen und darüber nachdenken. Du solltest inzwischen in die Stadt gehen und dort mit dem Wassermagier Vatras sprechen. Ich könnte mir vorstellen, dass er weiß, was zu tun ist. Vatras hat mich zu dir geschickt. Das ist gut. Was hat er gesagt? Er sagte etwas von einem Umkehrritual am Sonnenkreis. Der alte Teufel, ich ahne schon, was er vorhat. Du bist gekommen, um mich zu ihm zu rufen. So sieht's aus. Wann wirst du aufbrechen? Ich werde Vatras nicht warten lassen und mache mich sofort auf den Weg. Erledige deine Aufgaben und komm dann später nach. Das meine ich. Er würde jetzt zum Sonnenkreis laufen. Warte mal. Amazing. Hyrokar weigert sich, zum Ritual zu erscheinen. Er will erst einen Beweis dafür, dass er dir vertrauen kann. So, so. Pyroker also. Interessant. Der alte Zausel wird langsam lästig. Aber ich denke, ich habe da etwas für dich, was dir helfen kann. Damals, als ich den Orden der Feuermagier verließ, habe ich einige Dinge aus dem Kloster mit mir genommen. Ich wollte nicht, dass eines Tages eine Truppe von Paladinen oder Feuermagiern meinen Turm auf den Kopf stellt und den Kram bei mir findet. Also habe ich sie an sichere Orte gebracht, an dem die Magier sicherlich nicht danach suchen würden. Und wo? Ein Teil davon liegt in einer Truhe, verschlossen auf Sekops Bauernhof. Du traust diesem Sekop? Nein, aber er ist käuflich und stellt keine unangenehmen Fragen. Außerdem habe ich die Truhe verschlossen. Hier ist der Schlüssel. Es ist ein sehr altes Buch dabei. Wenn Pyrokar dieses Buch bekommt, wird er wissen, dass es von mir kommt. Ich habe keine Verwendung mehr dafür. Vielleicht erfüllt es ja somit noch einen Zweck. Ja, wir werden jetzt zu Unas Hof gehen. Da können wir auch gleich mal das Auge Innos von jemandem angucken lassen, der uns sowieso noch was schuldet. Ohnehin, daran wollte ich dich gerade erinnern. Ich vergesse nichts. Nein, niemals. Da habe ich überhaupt genügend Sumpfkraut mit? Ja, habe ich. Nee, das war Unkraut, verdammt. Ja, habe ich. Du kannst mit Unkraut ankommen. Ja, Gott, falscher Knopf. Ja, damit ist das dritte Kapitel auch fast zu Ende, ne? Ja. Amazing. So, Bennett. Kannst du dir dieses Amulett mal angucken? Klar, lass mal sehen. Das ist eine sehr schöne Arbeit. Die Fassung ist hinüber. Ich glaube, ich kann es wieder hinkriegen. Wie lange brauchst du dafür? Wenn du es hier lässt und morgen wiederkommst, wird es fertig sein. Ist das wirklich wahr? Ich werde dir noch nicht mal was dafür abknöpfen. Schließlich hast du mich aus dem Bau geholt. So gehört sich das. Hier ist das Amulett. Repariere es für mich. Ich habe mir das schon gedacht. Alles klar. Bis morgen werde ich die neue Fassung angepasst haben. Du kannst es dir dann bei mir abholen. Ja, und wir werden jetzt mal kurz zu Sekop überlaufen. Wieder über ein Feld und über Schafe springen. Ja, ich wäre jetzt erstmal schlafen gegangen. Das mache ich bei im Sekops Haus. Ah ja, wie sich das gehört. Ah. Gibt es eigentlich irgendeinen specialigen Loot, den man kriegt? Truhe? Ich glaube nicht. Eigentlich nur das Buch. Eigentlich. Aber du weißt ja mein Gedicht. Weil er sagte irgendwie, wäre irgendwas darunter, wäre das Buch. Also deswegen dachte ich. Du kennst die Logiklücken von Gaufig, oder? Ja. Es gibt da so einige. Ich
erinnere an Gothic 1 Outro, wobei man das erklären kann, weil Gothic 2 nicht geplant war. Als ich das Tageslicht betrat. Ne? Ja, klar. Oh doch, hast recht. Nee, ich glaube, er sagt nicht betrat, sondern begab ich mich wieder an die Oberfläche. Jo. Doch das ist eine andere Geschichte. Ja. Wie lange hast du dafür geübt? Ich habe mir das vorher rausgesucht, extra, um es dir jetzt zu zitieren. Das sieht ja ähnlich. Mann. Nee, ich habe das Auto halt schon ein paar Mal gesehen. Denkst du nicht? Wobei, ja, ich habe es mir insgesamt erst einmal angeguckt, dann habe ich es immer abgebrochen. Ich nicht, ich finde es zu episch. Diese ganzen Videos aus Gothic finde ich zu episch. Auch das aus dem Puff? Ja klar. Das erklärt einiges. Sprach Nightwave. Sei ruhig. Ja, bin ich. Naja, wir holen uns noch kurz das Amulett ab. Hey! Ist das Amulett fertig? Ja, hier. Ich musste eine neue Fassung für den Stein fertigen. Ich habe die ganze Nacht dran gearbeitet und es ist wie neu. So. Ach nee, ich wollte gerade sagen, wir haben alles. Dabei haben wir noch nicht alles. Ja. Es fehlt ein Magier. Ja. Wie kann man einen kompletten Magier vergessen? Ich vergesse nichts. Zitat. Ende. Ich vergesse nichts, ich verdränge nur unwichtige Sachen. Ich kämpfe nicht, ich warte taktisch. Ich habe von Xardas dieses Buch mitgebracht. Es ist ein Zeichen seines Vertrauens. Zeig her, das ist ja unglaublich. Hast du auch nur im geringsten eine Ahnung, was du mir da gerade gegeben hast? Nein. Das ist ein uraltes, verschollenes Werk aus längst vergangenen Tagen. Wir haben es alle für verloren gehalten. Und nun erfahre ich, dass Xardas immer gewusst hat, wo es war. Wirst du nun zum Ritual erscheinen? Ja, ich werde zum Sonnenkreis aufbrechen. Aber sicher nicht, weil ich von Xardas guten Absichten überzeugt bin. Vielmehr werde ich diesen Hund zur Rede stellen, wo er das Buch all die Jahre versteckt gehalten hat. Er hat eindeutig den Bogen überspannt. Wir sehen uns am Sonnenkreis. Wie freundlich alle sind. Und ich springe wieder ins Gothic. Ja, und wir sehen uns am Sonnenkreis. Weiter geht's am Sonnenkreis. Die Suchenden haben sie übrigens, also den Rest haben sie erledigt. Sprung. Ich habe alles erledigt, was du mir aufgetragen hast. Hier hast du das reparierte Auge. Tatsächlich fehlt nun nichts mehr, um das Umkehrritual zu vollziehen. Was ist mit dem Sumpfkraut? Ach ja. Hast du denn drei Sumpfkrautpflanzen dabei? Ja. Hier hast du die drei Pflanzen. Großartig. Das hast du gut gemacht, doch trete nun beiseite, damit wir mit der Zeremonie beginnen können. Möge sich unser Geist vereinen. Ja. Wir kennen das alte Spiel. Mit so bunten Farben. Ich skipp das.